Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Farbe und Lack Live, dem monatlichen Web-Event von Farbe und Lack. Mein Name ist Nina Musche und ich bin Redakteurin der Farbe und Lack. Ich habe heute das Vergnügen, Sie durch diese Sendung zu führen. Für die, die es noch nicht kennen, was ist Farbe und Lack Live? Farbe und Lack Live soll Ihnen, liebe Leser, mehr und tiefergehende Informationen zum Fokusthema der aktuellen Ausgabe von Farbe und Lack bieten. Außerdem haben wir durch Farbe und Lack Live die tolle Möglichkeit, direkt mit unseren Autoren in Kontakt zu treten, Ihre persönlichen Fragen zu stellen, mit uns zu diskutieren und sofort Antworten und Problemlösungen zu erhalten. Farbe und Lack Live bedeutet Interaktion. Bringen Sie also gerne Ihre Meinungen und Fragen ein. Das aktuelle Fokusthema der Farbe und Lack lautet Pulverlacke. Und heute werden Ihnen gleich zwei Referenten der Evonik zusätzliche Daten und Informationen zum Hauptbeitrag in unserer November-Ausgabe präsentieren. Darin geht es um neue Polyurethansysteme, Pulversysteme mit glänzenden Aussichten. Bevor wir die Präsentation starten, möchte ich Sie noch auf einige Features auf Ihrem Bildschirm hinweisen. Sie finden hier die Sponsoren dieses Events, die gleichzeitig auch Anzeigenkunden der aktuellen Ausgabe von Farbe und Lack sind. Außerdem gibt es eine Box, die Sie nutzen können, um Fragen oder Meinungen an unsere Autoren einzugeben. Bitte tippen Sie Ihre Fragen jederzeit während der Präsentation hier hinein. Ich sammle die Fragen hier und nach dem Vortrag werden wir diese mit den Referenten diskutieren. Und nun freue ich mich, Ihnen die heutigen Referenten vorzustellen, Dr. Guido Streukens und Herrn André Raukamp. Dr. Streukens ist promovierter Chemiker und leitet die Anwendungstechnik für Polyurethanvernetzer der Evonik Resource Efficiency GmbH. Die Abteilung ist dabei nicht nur für Pulverlacke, sondern auch für aliphatische Bausteine, zum Beispiel für klassische Flüssiglacksysteme und wässrige Polyurethandispersionen zuständig. André Raukamp ist Chemotechniker und startete seine Laufbahn 1985 bei der Hülz AG. Für die Evonik Resource Efficiency GmbH beschäftigt er sich mit der Entwicklung von Lackrohstoffen für den Einsatz in PU-Lacken, in Pulver und in Flüssig. Außerdem wird an der Einführung alternativer Vernetzungsmechanismen gearbeitet. Guten Morgen, meine Herren. Lassen Sie uns starten. Der Bildschirm gehört Ihnen. Ja, guten Morgen auch von unserer Seite. Einmal, damit Sie wissen, wer ist. Mein Name ist Guido Streukens. Mein Kollege André Raukamp sitzt hier neben mir. So, jetzt müssten Sie auch alle unseren Bildschirm sehen. Genau, also wir arbeiten hier bei Evonik in der Business Line Crosslinker. Crosslinker sind Vernetzer und eines der Themen, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen, sind eben Vernetzer für Polyurethan-Pulverlacksysteme. Und die möchten wir Ihnen heute in der nächsten halben Stunde ein bisschen näher bringen. Kurz zu Beginn, eine kleine Einführung in die Welt der Pulverlacke. Was sind Pulverlacke? Was zeichnet sie aus? Und vor allem, ja, was unterscheidet sie von den klassischen Flüssiglacksystemen? Danach gehen wir kurz ein auf die Polyurethanchemie und was die Polyurethanchemie für die Pulverlacke im Speziellen für besondere Eigenschaften bietet. Anschließend würden Ihnen der Herr Raukamp drei spezielle Anwendungen für genau solche Polyurethan-Pulverlacksysteme näher bringen, in denen auch die Polyurethanchemie wirklich dann ihre Vorteile voll ausspielen kann. Das wären also einerseits Anti-Graffiti-Beschichtungen, zum Beispiel für Häuserfassaden, aber auch für Züge ist das ein großes Thema. Das zweite Thema wäre der sogenannte Thermotransferdruck, also wo wir auf ein bereits lackiertes Bauteil noch ein Dekor oder ein Muster aufbringen wollen. Und das dritte, ganz im Gegensatz zu dem Titel des Vortrags, die glänzenden Aussichten, ist ein immer stärker wachsender Bereich der Beschichtung, der wirklich eine mattierte Oberfläche hervorbringen will und soll, weil das tatsächlich ein Bereich ist, der ja mittlerweile mehr als die Hälfte der Oberflächen, die pulverlackiert werden, ausmacht. Also dass das eine matt oder seidenmatte Oberfläche haben soll. Als letzten Punkt haben wir dann auch noch einen kleinen Ausblick in die Welt der Katalysatortechnik, dass wir also noch effizienter werden mit diesen Systemen und also auch zum Beispiel Härtungstemperaturen oder auch Durchlaufzeiten im Ofen noch heruntersetzen können und eben an der Reaktivitätsschraube noch ein bisschen drehen wollen. Warum springt er jetzt auf Folie 8? Das kann doch nicht wahr sein. Also nochmal. Also, Einführung in die Pulverlacke. Das ist eigentlich
eine schöne Symbiose aus ökologisch oder umweltverträglichen Systemen und trotzdem auch ökonomischen, also auch geldsparenden Systemen. Pulverlacke, wie der Name schon sagt, sind Lacksysteme, die in fester Form appliziert werden, also völlig ohne Lösemittel oder auch Wasser, wirklich komplett fest. Und wenn dieses Pulver appliziert ist, wird dann in einem zweiten Schritt das Material thermisch ausgehärtet. Also man spricht da von so einem Einbrennsystem. Der erste Vorteil von einem solchen System, das also wirklich die Effizienz unheimlich steigert, ist, dass das ganze System ein einkomponentiges System sind. Also alle Bindemittel und Härte, aber auch die Zusatzstoffe, wie zum Beispiel Füller, Additive, aber auch die Pigmente, werden alle zusammen vermischt. Das Ganze wird dann nochmal extrudiert, damit ja so wirklich alle Bestandteile wirklich perfekt auf einer mikroskopischen Ebene wirklich perfekt durchmischt sind. Und dann wird das Ganze dann eben zu der richtigen Partikelgröße vermahlen, dass ich es dann eben auch als Pulver auftragen kann. Die Auftragung selber erfolgt dann durch, wir sehen es unten rechts, so eine Sprühpistole, die sich nicht maßgeblich auf den ersten Blick von einer klassischen oben rechts gezeigten Flüssigsprühpistole unterscheidet. Der Unterschied liegt im Detail. Der größte Unterschied ist sicherlich, dass das Pulver, was sich in dieser Sprühpistole befindet, elektrostatisch aufgeladen ist. Und auch das Werkstück, das ich beschichten möchte, ist ebenfalls elektrostatisch aufgeladen, sodass es also quasi die Pulverpartikel schon während des Beschichtens anzieht. Das heißt also, dieser ganze Sprühnebel, den ich vielleicht bei einem Flüssiglack gewohnt bin, der daneben geht, das passiert hier schon mal nicht. Und selbst wenn etwas daneben geht, kann ich dieses System immer noch auffangen und wiederverwenden, weil eben kein Lösemittel gerade schon wegtrocknet und ich also quasi dann schon einen im Trocknen befindenden Lack habe. Also ich habe also das Pulver, was genauso gut ist wie vorher, kann ich wiederverwenden. Und das wird auch tatsächlich gemacht. In diesen Lackierkaninen gibt es üblicherweise dann so eine Absaugung, die das Ganze quasi wieder vorne in das System einführt. Also kriege ich also eine sehr, sehr hohe Ausbeute, wirklich nahezu 100% des Lacks, den ich einsetze, landet hinterher auch auf dem Bauteil. Das Bauteil, das dann mit dieser Pulverschicht beschichtet worden ist, kommt dann eben in den Einbrennofen und hier passieren jetzt zwei Geschichten. Das erste ist, dass dieser Ofen das Pulver aufschmilzt und durch dieses Schmelzen kriege ich dann also auch einen perfekten Verlauf hin, dass ich also eine glatte Oberfläche kriege und also wirklich das System auch wirklich ineinander verläuft und verschmilzt. Und erst dann, wenn alles perfekt verlaufen ist, dann setzt die eigentliche Härtung ein, dann kriege ich eine Vernetzung, eine chemische Vernetzung, dass also auch wirklich ein belastbarer Lack entsteht und auch wirklich eine gute Anbindung an die Oberfläche stattfindet und also auch eine dauerhafte Verbindung eingehen zu können. Dadurch, dass ich also hier weitgehend auch auf flüchtige Bestandteile, wie zum Beispiel so ein Lösemittel verzichten kann, habe ich auch noch den Vorteil, dass ich also nicht darauf achten muss, dass mir irgendwelche Materialien während dieses Trocknens oder während des Vernetzens durch die Lackfilmschicht an die Oberfläche migrieren müssen, wie das ein Lösemittel tun müsste. Und dadurch kann ich also auch noch deutlich dickere Lackschichten in einem einzigen Schritt aufbringen. Also das ist also der nächste Vorteil. Ich kann also deutlich weniger Lackierdurchgänge für die Beschichtung eines solchen Bauteils anberaumen, als ich das beim Flüssiglack üblicherweise machen müsste. Also insgesamt haben wir dann also einige Schritte, die uns das Leben hier deutlich einfacher machen. Ich habe weniger Schritte, ich habe weniger Verluste und ich habe auch keine Lösemittel, die ich einsetzen muss. Also habe hier wirklich ein sehr, sehr schönes, effizientes System der Beschichtung. Kann man natürlich die Frage stellen, ist das jetzt die Lösung für alle Probleme? Ganz klares Jein. Also wir müssen natürlich die Limitierung des Prozesses im Auge behalten. Wir haben es eben schon angesprochen. Ist nicht gegeben. Bei den Kunststoffen kriegt man das elektrostatisch wahrscheinlich noch hin, aber da ist häufig die thermische Stabilität nicht gegeben. Also so, dass wir bei der Pulverlackbeschichtung hauptsächlich uns im Bereich der Metallbeschichtungen befinden.
diese Limitierungen betrachten oder im Kopf haben, kann man dann aber dann sagen, danach steht uns die Welt offen. Also wenn man sich übliche Anwendungen für Pulverlacke anguckt, ist das wirklich sehr, sehr breit. Es fängt an bei der klassischen weißen Ware, also irgendwelche Haushaltsgeräte, Waschmaschinen sind häufig Pulverlackbeschichtet. Wir haben aber auch solche Anwendungen wie hier einen Fensterrahmen, auch gerade im Außenbereich. Sehr, sehr großer Markt sind Fahrradrahmen, die üblicherweise pulverlackbeschichtet sind. Aber auch im Automobilsektor gibt es viele Anwendungen. Zum Beispiel hier die hauptsächlich verwendeten Aluminiumfelgen werden auch klassischerweise pulverlackbeschichtet. Gehen wir kurz ein auf die Polyurethanchemie und was diese jetzt speziell für die Pulverlackchemie mit sich bringt. Wenn wir uns die Pulverlackwelt angucken, ist Polyurethan nicht das einzige oder nicht die einzige Vernetzerchemie, die hier zum Einsatz kommt oder die hier auch sinnvoll erscheint. Es gibt verschiedene andere Systeme. Ich möchte jetzt nicht alle im Einzelnen durchgehen. Natürlich, jedes hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Manche haben besonders gute Lichtstabilität, andere sind eben nicht lichtstabil. Ich kann sie nur im Innenbereich einsetzen. Andere sind vielleicht auch besonders günstig, haben aber vielleicht dann nicht so schöne Oberflächen. Auch gibt es Systeme, die dann vielleicht, was die EHSQ, also die Arbeitssicherheit angeht, vielleicht bedenklicher sind. Insgesamt kann man sagen, Polyurethan ist in dieser Welt ja doch ein System, was durchaus ein sehr, sehr ausgewogenes Profil mit sich bringt, aber doch auf der höherwertigen Seite der Welt unterwegs ist. Also man kann also wirklich sehr, sehr hochwertige Beschichtung mit Polyurethan und sehr beständige Beschichtung hiermit herstellen. Der erste Punkt, der hier wichtig ist, dass wir also durch die Verwendung von rein aliphatischen Vernetzern, also wirklich eine komplett UV-stabile Beschichtung hinbekommen, also die nicht verwittert, also weder durch schlechtes Wetter, aber auch eben viel wichtiger durch gutes Wetter, durch die UV-Bestrahlung, nehmen diese Beschichtungen also nicht Schaden und ich kann sie also bedenkenlos im Außenbereich einsetzen. Das zweite ist, dass ich mit einer Polyurethan-Beschichtung sehr, sehr gute mechanische Eigenschaften bekommen kann, also sprich eine Kratzbeständigkeit oder eine Abrasion, die also durch, keine Ahnung, Sandstürme oder solche Partikel in der Luft stattfinden kann. Also das ist also wirklich kein Problem, dass dem widerstehen, also diese Beschichtung in sehr, sehr guter Weise, wobei sie gleichzeitig, und das ist eigentlich das Herausragende, dass sie trotzdem noch flexibel bleiben. Also wenn ich an ein metallisch beschichtetes Werkstück denke, das wird ja schon mal verbogen oder auch alleine durch die Temperaturunterschiede dehnt es sich aus oder zieht sich wieder zusammen. Solche Veränderungen muss der Lack natürlich in einer Flexibilität auch mitmachen. Und ja, hier sehen Sie rechts hier die wunderbaren Wasserstoffbrückenbindungen, die wir alle aus der Schulzeit noch gerne kennen. Das sind also die maßgeblichen Verursacher dieser Quadratur des Kreises, eine hohe Festigkeit und Beständigkeit und Härte bei gleichzeitiger Flexibilität der Beschichtung. Und das dritte wäre dann die chemische Beständigkeit, also nicht nur die mechanischen Eigenschaften sind wichtig, aber auch eine chemische Beständigkeit, wenn ich also Materialien reinige mit vielleicht aggressiven Lösungsmitteln, aber auch ganz alltägliche Sachen wie saurer Regen oder solche alltäglichen Belastungen chemischer Natur sind natürlich auch eine Herausforderung für solche Beschichtungssysteme. Und hier kommt also zum Tragen, dass das Polyurethan sehr, sehr hoch vernetzt ist, sehr, sehr engmaschig, sehr, sehr hohe Dichte an Netzwerken mitbringt und dadurch auch eine sehr, sehr hohe TG, also eine Glasübergangstemperatur mit verbindet. Das ist also der Faktor, der dazu beiträgt, also dass diese Materialien chemisch sehr, sehr beständig sind. Und auch hier wiederum so eine hohe Netzwerkdichte kann ich natürlich auch mit anderen Chemien aufbauen. Ich würde dann aber üblicherweise die Flexibilität, die ich oben also auch erwähnt habe, die ich brauche, die würde ich verlieren. Und das ist eben wunderbar möglich mit Polyurethansystemen. Hier kriege ich solche hohen Netzwerkdichten hin, ohne die Flexibilität maßgeblich einzubüßen. Ja, dann haben wir noch die Blockierungsmechanismen. Blockierungsmechanismus heißt, ja, wir haben es eingangs erwähnt, wir nehmen ein einkomponentiges System und haben die reaktiven Komponenten, das Harz und den Härter, in dieser einkomponentigen Mischung vorhanden. Das heißt, ich muss irgendwie diese reaktiven Partner für eine gewisse Lagerstabilität, muss ich die voneinander trennen. Also es geht in diesem Fall, indem ich den Vernetzer, die Isocyanat-Komponente blockiere. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wären die sogenannten extern blockierten Vernetzer, die bei uns bei Evonik unter dem Markennamen Vestagon B, also B für blockiert, vertrieben werden. Das sind also Vernetzerkomponenten, die mit dem Molekül Caprolactam blockiert sind. Also ich blockiere quasi meine Vernetzerfunktion mit diesem Caprolactam. Das ist eine chemische Reaktion und die ist reversibel.
Das heißt, ich kann durch thermische Abspaltung das Caprol oder das durch thermischen Einfluss bei ungefähr 170 Grad das Caprolactam wieder abspalten und dann wird also sofort dann der Vernetzer mit dem zusätzlich im Einkomponentensystem bestehenden Alkohol reagieren zum entsprechenden Urethan. Berücksichtigen muss ich natürlich dann hier, dass dieses Caprolactam, mein Blockierungsmittel, quasi frei wird und das auch bei diesen Temperaturen gasförmig aus dem Lack entweicht. Das muss man also dann im Hinterkopf behalten. Wichtig an der Stelle, wir haben es hier ganz links gezeigt, F ist ungefähr, also die Funktionalität ist ungefähr 3, also wir haben 3 funktionelle Einheiten pro Molekül, das heißt, wir haben hier einen echten Vernetzer, der dreidimensionale Netzwerke aufbauen kann, nicht nur einen Kettenverlängerer. Im Kontrast dazu, die intern blockierten Vernetzer, die wir Vestagon BF nennen, also BF steht dann in dem Fall für Blockierungsmittel frei, das sind im Gegensatz zu den oben genannten hauptsächlich lineare Systeme, also mit einer Funktionalität von ungefähr 2. Also hier habe ich dann also Kettenverlängerer und ich müsste, um ein dreidimensionales Netzwerk aufzubinden, dann auf der Harz-Seite eher gucken, dass ich also da ein verzweigtes Harz einsetze. Der Riesenvorteil an dieser Chemie ist, dass ich jetzt die Blockierung quasi ohne externes Blockierungsmittel stattfinden lassen kann. Ich kann also 2 reaktive Vernetzergruppen miteinander reagieren lassen und wir sehen das dann auf der linken Seite diesen Urethion-Ring, der also dann aus 2 reaktiven Isocyanat-Vernetzern besteht. Auch diese Reaktion ist reversibel bei ähnlichen Temperaturen, vielleicht ein Ticken höher als im Bereich der Blockierten, geht also diese Gruppe wieder auf und ich habe dann sofort die Folgereaktion mit dem Alkohol und die Bildung des Urethans. Riesenvorteil. Ganz klar, ich habe keinerlei flüchtige Bestandteile mehr. Ich bin also wirklich komplett frei von den sogenannten VOCs. Genau, und dann würde ich übergeben an den Wolfgang, der ihn dann an den Schreiben. So, ja, kommen wir zu den 3 größeren Anwendungen von Polyurethan-Pulverlacken. Das ist einmal Anti-Graffiti, auch stellvertretend für hochchemikalienfeste Beschichtung, dann der Thermotransferdruck sagen wir mal, eine Anwendung, die sich insbesondere in Europa in den letzten 10, 15 Jahren stark durchgesetzt hat. Mattierte Oberflächen, Mattierung ist zwar keine Anwendung, sondern eine Eigenschaft steht hier stellvertretend für verschiedene Anwendungen. Wir haben es hier deswegen unter Anwendung von Polyurethanpulvern gefasst. Kommen wir zu der ersten Anti-Graffiti-Beschichtung. Also in den anfänglichen Formulierungsversuchen für Anti-Graffiti-Beschichtung ist man hergegangen und hat Topcoats entwickelt mit einer niedrigen Oberflächenspannung, was dazu geführt hat, dass das Graffiti schlecht haftet, auf der Oberfläche gut zu entfernen ist. Allerdings mit dem Nachteil, dass bei dem Sprayer sich halt kein Erfolgserlebnis eingestellt hat. Deswegen geht man heute andere Wege und zwar nimmt man hochchemikalienfeste Beschichtung, wo das Graffiti haftet. Bei dem Sprayer stellt sich ein Erfolgserlebnis ein, lässt von seinem Objekt ab und in den nächsten Tagen kann man es dann halt entsprechend entfernen von der Oberfläche und deswegen. Sowas funktioniert ganz gut mit Polyurethan-Pulverlackierung, weil man hier die Möglichkeit hat, durch einen sehr hohen Verzweigungsgrad halt eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit einzustellen und dass halt der Graffiti-Lack nicht die Möglichkeit hat, in die Oberfläche einzumigrieren. Wir haben hier mal ein Beispiel vorbereitet, 3 verschiedene Lacksysteme. Auf der rechten Seite sehen Sie ein hochverzweigtes Polyurethanpulver. Der Test läuft wie folgt ab. Also es werden 3 verschiedene Graffiti-Farben aufgetragen und ein Permanentmarker. 24 Stunden Einwirkzeit wird die Hälfte des Bleches mit Ethanol abgewischt. Man kann relativ gut erkennen auf der rechten Seite, dass halt im Falle eines Polyurethanpulvers die Farben halt völlig rückstandsfrei entfernt werden können.
Gut, kommen wir zum nächsten Anwendungsfeld. Das ist der Thermotransferdruck. Das Prinzip ist wie folgt, dass man also ein beschichtetes Substrat durch diese Methodik eben Strukturen, Farben, Dekore oder Muster einbringen kann in die Lackoberfläche. Und das führt dann zu, dass man quasi holzähnliche Oberflächen oder steinähnliche Oberflächen oder gar Bilder in die Lackoberfläche eben entsprechend eindrucken oder einsublimieren kann. Das Prinzip ist wie folgt, also das Substrat wird in einem ersten Prozess beschichtet mit dem entsprechenden Pulverlack. Dann kommt das Dekor mit der Trennfolie, wird auf die Beschichtung aufgebracht. Mittels Temperatur und Druck migriert nun die Farbe in die Lackoberfläche ein. Nach Entfernen der Trennfolie verbleibt dieses Dekor auf der Lackoberfläche, nicht auf der Lackoberfläche, sondern der große Vorteil ist halt hier, es migriert quasi in die Lackoberfläche ein. Es ist also, es liegt nicht auf der Oberfläche des Lacks auf und ist dann entsprechend geschützt. So, wieso Polyurethan in diesem Fall? Der Hintergrund ist, dass mit Polyurethanpulver kann man hochverzweigte Pulverlacksysteme formulieren. Wir haben mal hier ein Beispiel gemacht, also von links ein Polyesterpolyol mit einer OH-Zahl von 35, rechts ein Polyesterpolyol mit einer OH-Zahl von 290. Also die Netzwerkdichte nimmt von links nach rechts stark zu. In dem linken Beispiel kann man gut erkennen, dass die Farbe sehr tief in die Lackoberfläche einmigriert, entsprechend zu einer schlechten Farbsättigung führt und auch die Abbildungsschärfe darunter leidet. Auf der rechten Seite das eben sehr stark verzweigte Lacksystem. Die Tinte oder Farbe migriert nur, also nicht so tief in die Lackoberfläche ein. Und entsprechend ist halt die Farbsättigung und auch die Abbildungsschärfe. Man kann das aber nicht nur auf der Polyesterseite entsprechend beeinflussen, die Qualität dieses Druckverfahrens, sondern man kann das auch von der Vernetzerseite her beeinflussen. Hier ein weiteres Beispiel. Auf der linken Seite zwei Vernetzer mit einer Funktionalität von 2. Auf der rechten Seite ein Vernetzer mit einer Funktionalität von 3. Entsprechend höhere Vernetzungsdichte. Also hier kann man erkennen, das Prinzip, je höher die Netzwerkdichte, je höher der TG des Lacksystems, desto besser das Ergebnis. Gut, kommen wir jetzt zur letzten Anwendung, mattierte Oberflächen. Ein Großteil der Pulverlacksysteme sind nun mal matt. Das ist also mit Polyurethanpulver, das folgt auch dem gleichen Prinzip. Also auch bei Polyurethanpulver nimmt man also Lacksysteme mit unterschiedlichen Reaktivitäten, die man halt zusammen mischt. Bei dem Härtungsverfahren im Ofen passiert dann Folgendes, dass halt eben so gewisse Zentren mit unterschiedlicher Reaktivität sich bilden und dann eben zu solch einer Mikrorauigkeit führen. Bei Polyurethanpulver hat man aber einen Vorteil, dass man also nicht zwei verschiedene Lacksysteme, die man also separat extrudiert und dann physikalisch mischt, nehmen muss, sondern man kann halt zwei verschieden reaktive Polyesterharze mit dem Vernetzer zusammen extrudieren und nach dem sogenannten One-Shot-Prinzip und aufgrund der unterschiedlichen Reaktivitäten dieser Polyesterharze führt das auch schlussendlich zu solchen matten Oberflächen im Falle von Polyurethan. Gut, die große Herausforderung ist halt hier, dass man halt eben nicht nur nicht nur den gewünschten Mattierungsgrad eben entsprechend einstellen kann, sondern auch den Mattierungsgrad reproduzierbar nachher in der Produktion eben entsprechend umsetzen kann. So, dazu gibt es gewisse, wie man das machen sollte im Falle von
von Polyurethanpulver. Wir haben hier ein Beispiel vorbereitet. Das ist hier ein Standardvernetzer von uns, das Vestagon BF1320. Hier ist ein Urethion-basierter Vernetzer, zwei verschiedene reaktive Polyesterharze. Einmal ein Polyesterharz mit einer OH-Zahl von 50, der andere OH-Zahl von 300. Hier wurde empirisch der tiefste Punkt der Mattierung eben entsprechend bestimmt. Das ist in diesem Falle hier ungefähr ein Verhältnis von 24 zu 76, also sprich niedrig OH, Entschuldigung, andersherum, also hoch OH Polyester zu niedrig OH Polyester. In diesem Fall ist das Lacksystem dann nachher, wenn man das überträgt in die Produktion, verhält es sich am robustesten, weil wenn gewisse Veränderungen hinsichtlich der Zusammensetzung großtechnisch sich ergeben, dann reagiert dann ist der Mattierungsgrad halt gerade in diesem Bereich sehr robust. So, ein weiteres Beispiel haben wir hier herangezogen. Jede Formulierung, jede Veränderung des Polyesters, jede Veränderung des Vernetzers, man muss von jeder Formulierung halt immer empirisch den tiefsten Punkt der Mattierung eben entsprechend ermitteln. Ein weiteres Beispiel, wie gesagt, hier das 1321, ein weiterer Vernetzer von uns, reagiert in diesem Falle mit diesen zwei Polyestern etwas anders. Es führt noch zu tieferen Mattierungsgraden und die Kurve ist etwas flacher. Das heißt also, dieses System würde, wenn man es in die Produktion überträgt, auch noch etwas robuster reagieren auf Veränderungen der Rezeptur im Großmaßstab. So, dann übergebe ich jetzt wieder. Genau, der letzte Punkt wären dann nochmal die Reaktivitäten. Wir haben ja schon einiges über Temperaturen für die einzelnen Systeme gehört, also 170, 180 Grad. Das ist natürlich schon ein Wort, das ist nicht wenig. Und wie gesagt, wir haben ja auch, wir reden nicht nur über thermische Stabilitäten des Substrats und Einsatzbereiche dort, sondern natürlich auch über eine Energieeinsparung. Und wenn wir uns nochmal hier die Urethion-basierten Vernetzer angucken, die hier eben ohne Katalysatoren bei 180 Grad sich wieder rückspalten und dann eben die Urethanreaktion vervollständigen, kann man das durch den Einsatz von geeigneten Katalysatoren, und hier nennen wir beispielsweise den Katalysator Diazabycyclononen oder DBN ganz gerne, weil das also nach unserer Erfahrung derjenige ist, der hier am besten funktioniert. Und hiermit kann ich also diese Rückspaltungstemperatur deutlich herabsetzen. Wir haben hier einfach mal ein paar DSC-Werte, das heißt, wir setzen in der DSC einfach die komplette Lackformulierung ein, in Abhängigkeit jetzt mit verschiedenen Harzen, verschiedenen Polyester, die eingesetzt worden sind. Und man sieht also, der thermische oder der exotherme Peak im DSC verschiebt sich um ja, so 30 bis 40 Grad nach unten, wenn ich nur 1% dieses DBN bezogen auf den Vernetzer mit hinzugebe. So, das heißt, ich könnte jetzt also prinzipiell meinen Ofen einfach 30 bis 40 Grad tiefer einstellen und habe also im Prinzip dann eine vollständige Reaktion. Das ist ja eigentlich das, was das DSC mir zeigt. Nicht außer Acht lassen darf ich natürlich, dass ja nicht nur die Reaktion wichtig ist an der Stelle, sondern eben oder die Rückspaltung ist wichtig, sondern eben auch einige Nebeneffekte, die ich dann im Auge behalten muss. Und deswegen hier nochmal ein ganz klares Ausrufungszeichen. Ich kann mit diesem Katalysator einfach die Deblockierung ja sehr einfach, sehr deutlich herabsetzen. 40 Kelvin ist hier durchaus möglich, wenn Sie vielleicht auch noch mehr einsetzen, eventuell auch noch ein bisschen mehr. Wir müssen aber hier im Auge behalten, dass wir dann die Folgereaktion, also das heißt die eigentliche Reaktion zum Urethan, durchaus dann auch irgendwann Nebenreaktionen hervorrufen kann. Das heißt, ich habe eine Nebenreaktion zur Alufanatbildung oder auch zur Isocyanuratbildung, sodass ich dann also auch mehr von der Polyurethan-Vernetzerkomponente verbrauche in dieser Reaktion, also auch dann überstechiometrisch einsetzen muss. Das heißt, ich muss, wenn ich dann hier an der Stöchiometrie drehe, auch damit rechnen, dass meine mechanischen oder chemischen Eigenschaften vielleicht eventuell da ein bisschen leiden. Auch wenn ich so ein tiefhärtendes System habe, habe ich auch damit zu rechnen, dass meine Lagerstabilität auch nicht mehr auf ganz dem hohen Niveau sich befinden wird, wie ich das vielleicht von meinem Pulverlack gewohnt bin. Das heißt, aus dem Grunde empfehlen wir eigentlich,
das sagen wir, mit dem Herabsetzen der Härtungstemperaturen nicht zu übertreiben. Und wir sagen also bis zu einem Bereich, wo man so bei Härte bei 150 Grad funktioniert das eigentlich noch sehr gut. Einerseits auch, ja, was die Lagerstabilität angeht, aber auch eben was die, sagen wir mal, selektive Reaktion zum Polyurethan angeht. Aber auch hier muss ich natürlich im Auge behalten, wenn ich jetzt den Ofen auf 150 Grad statt bisher vielleicht auf 180, 190 oder vielleicht sogar 200 Grad eingestellt habe, dass ich natürlich jetzt auch mit anderen Schmelzeigenschaften meiner Harze zu rechnen habe. Das heißt, meine Formulierung wird nicht mehr so verlaufen, wie ich das gewohnt bin. Das heißt also, ich habe hier durchaus durch den Einsatz dieser Katalysatoren durchaus die Möglichkeit, wirklich Energie einzusparen oder meinen Prozess auch wirklich signifikant effizienter zu gestalten. Aber wir können also nicht behaupten, dass das also klassischer Drop-in wäre, dass ich das also quasi ohne Anpassung der Formulierung 1:1 ersetzen kann. Da wird also ein bisschen Reformulierungsarbeit auf Sie zukommen. Ja, das war dann auch schon der letzte Punkt. Wir haben nochmal eine kurze Zusammenfassung hier. Eingangs haben wir gesehen, was Pulverlacke insgesamt auszeichnet als einerseits sehr umweltverträgliche, aber auch eine wirklich effiziente und ökonomische Alternative zu klassischen Flüssiglacksystemen, eben durch die sehr, sehr hohen Ausbeuten und die geringen Verluste und eben auch den Verzicht auf Lösemittel. Gerade in der Polyurethanwelt haben wir gesehen, das ist durchaus geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Wir haben eine hohe UV-Stabilität, also sind also ganz klar geeignet für Außenanwendungen. Die hohe Vernetzungsdichte macht es also auch wirklich prädestiniert für Anwendungen, die auch den einen oder anderen Kontakt zu anderen Chemikalien, wie zum Beispiel bei der Reinigung von Graffitis, auszuhalten haben. Bei den hohen TGs, also die Glasübergangstemperaturen, halten diese Systeme auch die, sagen wir mal, anspruchsvollen Bedingungen bei diesem Thermosublimationsdruck aus. Das heißt, der hohe Temperatur hat den Lack nichts an und es migriert eben nicht zu weit hinein, wie wir gesehen haben in den Bildern. Und wir haben auch Möglichkeiten, mit diesen wirklich System in einem einzigen Schuss nach wie vor als einkomponentiges System wirklich robuste, mattierende Formulierungen einzustellen. Und der letzte Punkt, eben nochmal in der letzten Folie gesehen, auch das Thema Effizienz ist uns wichtig und wir arbeiten daran, dass wir also wirklich auch mit diesen Vernetzern auch in tiefere Härtungstemperaturen vordringen können und dadurch einerseits effizienter werden, auch Energie einsparen werden, aber vielleicht auch, sagen wir mal, den Anwendungsbereich, was geeignete Substrate angeht, auch ein bisschen erweitern können. Jo, damit wären wir am Ende und dann sind wir mal gespannt auf Ihre Fragen. Dankeschön. Ja, wir wollten zu den Fragen kommen aus dem Publikum. Ich wollte gerade noch mal sagen, dass Sie jetzt natürlich gerne auch noch Fragen senden können. Falls wir nicht alle bearbeiten können, werden wir schauen, dass die später vielleicht noch auflaufen, dann an Sie weitergeleitet werden. Okay, also eine Frage. Können Sie zu den verschiedenen Pulverlacksystemen auch ein Preisranking nennen? Ja, also ich meine, das ist natürlich schwierig. Da wir, wie gesagt, als Evonik kein Anbieter von kompletten Pulverlacksystemen sind, sondern eben nur den Vernetzer anbieten, das ist natürlich schwierig, also das Gesamtsystem da zu nennen. Aber generell muss man sagen, also zum Beispiel, ja, ein Polyurethansystem wird immer teurer sein, zum Beispiel als ein HAA-System, aber auch zum Beispiel deutlich günstiger als so ein GMA-Acrylat-System. Okay. Eine Frage zur Applikation der Pulverlacke in Antigraffiti-Systemen. Wie werden sie bei höheren Temperaturen appliziert? Gut, das unterscheidet sich letztendlich nicht von anderen Pulverlacksystemen auch. Das ist eine elektrostatische Applikation. Das Substrat ist in der Regel geerdet. Also hierin unterscheiden sich Antigraffiti-Beschichtung von Applikationsmethode her, soweit ich weiß, nicht von anderen Anwendungsgebieten. Okay, danke. Eine Frage zu den Einbrenntemperaturen bei den hochreaktiven Systemen. Wie sieht das bei 150 Grad Objekttemperatur aus? Wie lang sind da die Einbrennzeiten? Also
Wir haben Systeme entwickelt mit verschiedensten Katalysatoren, die sogar bis zu 140 Grad im Falle eines anderen so Katalysators, der aber nicht zu einer reinen Urethanreaktion führt, haben wir sogar Temperaturen von 130 Grad erreicht. Allerdings, was Herr Streukens schon erwähnt hat, es empfiehlt sich, ab 150 Grad zu beginnen, weil da gibt es halt eben entsprechende Lacksysteme, die wirklich stöchiometrisch zu einer Urethanreaktion führt. Man muss auch nicht so tief in die Formulierung eingreifen. Und hier können aber durchaus Objekttemperaturen 20 Minuten bis 25 Minuten bei 150 Grad Objekttemperatur reichen hier völlig aus. Wir haben einiges an Richtformulierungen hierfür entwickelt. Da kann man uns gerne nochmal ansprechen. Wir würden da gerne weitere Informationen zur Verfügung stellen. Prima. Man kann Sie dann ja sicherlich hinterher direkt ansprechen. Die Kontaktdaten werden dann zusammen mit dem Video ja auch veröffentlicht. Eine Frage haben wir noch zu den schichtdicken Bereichen. Es steht jetzt leider nicht dazu bei, für welche Anwendung. Also konkret ist die Frage, wie sind die schichtdicken Bereiche? Also wir haben jetzt in einem speziellen Fall durchaus Schichtdicken erreichen können, bis hin zu 15 Mikrometer. Das ist schon ziemlich wenig. Im Normalfall liegen die Schichtdicken zwischen 50 und 80, aber wie gesagt, durch entsprechende Maßnahmen hinsichtlich Mahlfeinheit kann man also durchaus Schichtdicken erreichen von bis zu 15 Mikrometer. Das haben wir also auch geschafft. Auch da kann man noch einen geschlossenen, gleichmäßigen Film erreichen. Wie gesagt, auch da kann man uns gerne ansprechen. Da können wir gerne noch weitere Informationen zur Verfügung stellen. Das war jetzt das untere Ende. Achso, das war das untere Ende, genau. Also es ist durchaus gängig, dass Pulverlacksysteme bis hin zu 120 Mikrometer, 130 Mikrometer auch appliziert werden können. Vielen Dank. Eine Frage haben wir noch. Wie häufig werden inzwischen Pulver für niedrige Temperaturen angefragt oder die Vernetzer dafür aus Ihrer Erfahrung? Gut. Das ist ein zunehmender Trend, Energiewende, Energieeinsparung. Also zumindest haben wir den Eindruck, dass die Anfragen hier in den letzten Jahren zahlreicher geworden sind. Es gibt mittlerweile auch eine ganze Reihe an Niedrigtemperaturanwendungen. Wir glauben, dass jetzt durch unseren Approach, den wir hier entwickelt haben bei uns im Labor, dass jetzt die Zeit dafür gekommen ist, und wir hoffen, dass das weiter greift im Markt. Und ja, vielen Dank. Ja, ich habe jetzt erstmal keine weiteren Fragen hier bekommen. Vielen Dank nochmal für den interessanten Vortrag, Dr. Streukens, und auch Herr Raukamp natürlich. Ja, meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer Live-Sendung angekommen. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Und wie ich ja gerade schon angedeutet habe, wird Ihnen die Aufzeichnung der Sendung in Kürze zur Verfügung stehen. Ja, auf Wiedersehen bis zur nächsten Farbe und Lack Live am 11.12.2019, auch wieder um 11 Uhr, zum Thema wässrige Systeme. Auf Beständigkeit geschaltet, schaltbare Additive der Firma Bück. Tschüss!